So, da wären wir wieder bei einem neuen Part von Total War Warhammer in der Zwergenkampagne. In der letzten Folge haben wir zwei Siedlungen erobert, unsere Provinz damit gesichert und einen Erlass erteilt. Wir haben eine historische Schlacht geschlagen, die diese auch gewonnen, haben dadurch einen Agenten bekommen und einen epischen Gegenstand. Jetzt werden wir uns erstmal hier erholen und uns auf den Angriff auf Düsterberg vorbereiten. Leider ist diese Provinz schon geteilt. Unsere Brüder von Zufbar haben hier auch einen Teil schon erobert. Naja, sehen wir mal weiter. Ansonsten, wenn die jetzt hier irgendwie erobert werden sollten, werde ich mich nach Süden wenden und die Orkstämme da bekämpfen. So, das ist alles nicht so schlimm. Gut, beenden wir die Runde und weiter geht's. So, wir werden den Agenten Richtung Grenze schicken und ihn da ein bisschen aufleveln lassen quasi. Wir werden jetzt in die Gewaltmaststellung gehen. Und nach Düsterberg marschieren, um dort die Grünhäute abzumetzeln, ihren Festung abzujagen. So, nächste Runde. In zwei Runden sollten wir. Ja, zwei Runden, dann haben wir den nächsten Überschuss. Dann können wir auch endlich mal unsere Hauptstadt ausbauen. Das klingt doch nice. All here are honored dwarf. Okay, die wollen mit mir ein militärisches Bündnis machen. Die sind momentan mit defensiver Verbindung. Wir würden mit 1000 Gold dafür zahlen. Klingt doch eigentlich ganz nett. So, wir sind jetzt keine defensive Verbündete, sondern offensive Verbündete, also militärische Verbündete. Egal, ob wir jetzt angegriffen werden oder angreifen, können wir diese Zwerge immer dazu rufen. Je nach Bedarf. Sie uns allerdings auch. Über das Klappern der Bierkrüge auf den Tischen, die rauen Hurrarufe und die derben Gesänge hinweg, wird ein vielbesungener Held zur Feste am Rand des Tain erhoben. Held rekrutiert bei Khazar Arrak. Ein Thane. Thane sind die mächtigsten Kämpfer der Armee. Gnadenlose Krieger ausgerüstet mit den edelsten Waffen und Rüstungen, die das Arsenal des Clans hergibt. Können Korruption bereinigen, Garnisonen angreifen, Bevölkerung entmutigen, Attentat, Einheiten angreifen, Bevölkerung inspirieren und Helden hinzugefügt werden. Ihre Fähigkeit ist... Ach, verbessert die öffentliche Ordnung. Das ist doch mal gar nicht schlecht. Den werden wir dann wahrscheinlich hier hinschicken müssen. Der andere Held dahin gehen und mir so ein bisschen die Siedlung da in der Orks im Blick halten. Wir haben unsere Edelsteinmine aufgewertet. Das heißt, wir kriegen noch ein bisschen mehr Gold, aber das hat sich ja relativ nullierisiert wegen dem Helden. Die kosten ja Unterhalt, wie gesagt. It is time. So, wir werden weiter marschieren. Selbst im Gewaltmarsch können wir ja nicht angreifen, aber trotzdem, wir sind ja nicht, auch nicht hingekommen. Nächste Runde ist unsere Forschung fertig, das ist auch sehr gut. Wir gucken mal uns ein bisschen um auf der Karte. Goblins belagern hier Barakvar, das ist nicht so gut. Wir werden wahrscheinlich demnächst mal auch hier Kampagnen führen müssen. Gerade gegen die Grünhäute, damit sie nicht zu stark wachsen. Also diesen Haupt... Das ist ja hier der Hauptclan, den man auch spielen kann. Grün heute. So. Gut, wir haben alles erledigt. Nächste Runde. Es geht halt am Anfang noch relativ schnell, weil es ist nicht so viel zu tun. Die wollen ein Schutzbündnis mit uns, das nehmen wir gerne an. Kriegen dafür nochmal 1000 Gold. Ah, guck mal, da sind die Orks. Da sind die anderen Orks. Die wollen anscheinend Zufbar kämpfen und hier hinten sind Untote. Kann auch sein, dass wir erstmal hier im Norden, dort ist Manfred von Karstein, dass wir gegen die erstmal in den Krieg ziehen müssen. Wir haben 10, aber das sollten die eigentlich gewinnen. Wir werden uns Düsterberg holen. So.
So, unsere Geschosskrieger kosten jetzt weniger bei der Rekrutation. Wir haben das Bevölkerungsüberschuss bekommen. So, das ist jetzt Bad Düsterberg, die Provinzhauptstadt. Es kann auch sein, dass die ein Gebäude gebaut haben. Das sieht mir auch, obwohl das könnte eher, glaube ich, die Provinzhauptstadt sein. Dass wir jetzt auf jeden Fall hier belagern müssen. 12 Runden, bis die Siedlung ausgibt, 7 Runden, bis die Garnison halt Verschleiß erleidet. Trotz unserer Fähigkeiten. Also ihr könnt euch das raufrechnen, was normalerweise hier nötig wäre, um diese Siedlung zu belagern. So, wir werden die auch belagern. Wir werden uns 3 Belagerungstürme holen und einen Rambock. Wenn der nicht zu uns kommt, können wir ganz in Ruhe belagern. Wir bewegen uns in Agenten weiter. So, er marschiert auch weiter. Wir werden unsere Hauptstadt ausbauen. Und hier wird er erstmal dafür sorgen, dass hier ein bisschen bessere Zustimmung für uns ist. So, eine weitere Technologie werden wir... Wir werden uns die meisterlichen Armbrüste holen. Das bringt uns dann 10 Schaden. Für unsere Armbrustschützen. Das könnte uns ja in den kommenden Gefechten gute Dienste leisten. Er zieht sich zurück. Die haben die Rotaugen getroffen. Haben noch einen Bevölkerungsüberschuss. Und Düsterberg wird jetzt auch belagert. Das steht jetzt auch da. 11 Runden noch. Und sie haben anscheinend die Orgamie besiegt. Das kommt uns nur zugute. Wir könnten jetzt auch Zufbar sagen, Kriegsziele festlegen. Er soll mal da hinkommen und uns helfen. So. Ihn könnten wir auch noch ein Kriegsziel festlegen. Er soll mal die Armee da platt machen. Daran hält sich die KI, glaube ich, auch ziemlich gut. So, als nächstes werden wir die Stadt hier aufbauen. Also aufbessern, damit wir mehr Gebäude bauen können und ein neues Gebäude auch bauen können. Also wir können einfach aufbessern und ein neues Gebäude bauen. Bis zu 2 Slots können wir noch erhöhen. Militärgebäude sollte man allerdings in der Hauptstadt bauen. Weil man die Militärgebäude in den Nebensiedlungen nur bis zu einem gewissen Grad aufstocken kann. Karakdron ist anscheinend auch keine Armee. Die andere befindet sich ja da. Ja, die Orks der blutigen Hand haben sich mit den Grünhäuten zusammengetan. Genshafen erklärt den Blutspeeren den Krieg, das ist in Ordnung. Wir halten hier gleich das nächste Bevölkerungsüberschuss. Wir können gleich nochmal hier unseren Außenposten erweitern. So, hier werden wir erstmal unsere Helden ein bisschen trainieren mit. Die werden weiter belagern, auch wenn das ein bisschen lame ist, aber ich habe keine Lust, so eine Armee anzugreifen. Die hat... Okay, sie ist, glaube ich, unser... 2 weniger. Spinnreiter haben die... Okay, die sind schlecht in der Genauigkeit, aber dafür im Nahkampf einigermaßen können sie standhalten. Schütten sind bärlich. Bärlich, ja, gut. Ja, aber es ist auch zu machen. Aber ich möchte halt noch ein bisschen Belagerungsgerät bauen. Das ist auch schon wichtig, damit wir schnell die Mauern überwinden können. Und halt nächste Runde sind unsere Armbrustschützen auch stärker. Wir sollen Eckrund einen Held einsetzen. Das heißt, wir müssen den komplett darunter schicken. Meisterliche Armbrust sind erforscht. Jetzt müssen wir unseren Helden hierhin entsenden. Hoffen, dass er nicht getötet wird auf dem Weg. So, belagern wir weiter. Hier wird unsere öffentliche Ordnung erhöht. Wir nehmen eine neue Forschung. Hier könnten wir uns Einheiten erfahren. Bei Rekrutation sehr geil.
Wir werden aber, denke ich, erstmal auf Truppenrekrutation und unsere bessere Ausbildung gehen. Das macht, denke ich mal, mehr Sinn. Es wurde Frieden verhandelt. Sufba und Averland, das ist gut. Das Imperium und Marienburg. Wir haben unsere Hauptstadt verbessert. Das ist sehr schön, jetzt kriegen wir ein neues Gebäude und können halt auch unsere bestehenden Gebäude weiter aufwerten. So, wir könnten jetzt hier eine Belagerungswaffenwerkstatt bauen. Das würde uns die Grollschleuder ermöglichen, bessere Belagerungsgeräte. Und auch gleich die Schmiede des Büchsenmachers, was uns Musketenschütze und Kanonen ermöglichen würden. Und Bergwerker mit Sprengladung. Das klingt doch eigentlich ziemlich nice. Hier würden wir eine Waffenkammer kriegen. Das würde uns Langbärte, Slayer und Zwergenkrieger mit Zweihandwaffen ermöglichen. Oder aber wir würden den Slayer schreien. Alter, 10.000 Gold. Slayer erfordert Gebäudewaffenkammer. Okay. Warum kostet denn so viel? Ach so, um die bauen zu können. Alles klar, das sind wahrscheinlich besondere Elite-Erhelden der Zwerge. Gegen große Feinde schnell. Oh, letzter Hieb. Wirbelnde Echse. Okay, anscheinend ziemlich krasse Einheiten. Oder wir könnten halt auch ein Handelsdepot bauen oder ein Refektorikum. Ja, oder auch eine Herberge genannt, wo man ein Bierchen trinken kann. Aber wir werden, denke ich mal, hier eine Belagerungswaffenwerk bauen. Weil ich doch schon so ein bisschen Fan von Belagerungswaffen bin, ne? Gerade wenn man sie gegen Städte einsetzen kann. Ich schwank noch so ein bisschen. Wir würden halt Langbärte bekommen. Langbärte mit Zweihandwaffen brauchen wir eine Waffenkammer für. Waffenkammer auch halt für Zweihandwaffen. Soldaten halt, Waffenkammer. Erhöht die okay, das macht es auch noch besser. Wir würden hier Helden rekrutieren können. Thanes. Wisst ihr was, Leute? Ich baue die Waffenkammer. Um unsere Infanterie zu stärken. So. Hier können wir jetzt. Na, ich muss gerade mal gucken, was könnten wir hier bauen? Wir könnten hier eine Garnison bauen. Eine Wachkammer, da würden wir halt eine Grollschleuder, zwei Zwergenkrieger und drei Armbrustschützen dazu bekommen. Und dann auf Stufe 2 ein Wachsaal, dann würden wir noch eine Mauer hinzugefügt bekommen. Oder wir stärken unsere Wirtschaft. Anhängerschmiede. Das ist die Frage. Oder wir bauen ein Handelsdepot, wir handeln ja noch nicht mit so vielen. Ich würde aber ganz gerne lieber erst die Kornkammer ausbauen und gucken, was wir da noch bauen können. Gut, wir können auf jeden Fall noch bauen. Fürs Erste sollten wir... Eine Wachkammer brauchen wir, glaube ich, nicht direkt. Wir werden das die Provinz da unten ja noch holen. Handelseinkommen 2%. Einkommen aus allen Gebäuden. Wir werden, glaube ich, hier mal ein Handelsdepot bauen. Weiter vor. Die belagern weiterhin. Jetzt stellen sich bestimmt einige Leute die Frage, warum hebe ich keine zweite Armee aus? Erstmal, Zwerge kosten im Allgemeinen sehr viel. Und wenn man eine Armee einem nicht heroischen Helden unterstellt, kosten alle Armeen mehr Geld. Ich glaube, das würde sich nicht rentieren. Zumindest jetzt noch nicht. Versiegelte Feste. Der Rick hat die Zwergenfeste versiegelt. Ein riesiger Balken verschließt die Tür des Berges und die Tiefen sind in die eisernen Tore eingestürzt und schneiden so das Tunnelnetzwerk ab. Warum der Fürst das tun würde, bleibt ein Rätsel. Versiegelte Feste. 3 Runden verbleibend. Belagerungszeit plus 3, öffentliche Ordnung plus 2. Einkommen aus allen Gebäuden für 3 Runden. Okay. Machen gegen Siedlung mobil. Okay.
Also unser Verbündeter kommt jetzt auch hier uns zur Unterstützung. So, sehr gut. So, wir haben die Stadt ausgebaut. Das heißt, wir werden die Kornkammer gleich wieder ausbauen, aber hier leider nichts bauen können, weil uns das Geld fehlt. Zwei Runden, dann ist die Belagerung, dann leiden sie Verluste und dann können wir dann, glaube ich, in drei Runden nochmal angreifen. Guck mal, den hatte ich schon wieder vergessen. Gut, dass er die Bewegung weiter noch ausführt. Sonst hätte er jetzt eine Runde rumgestanden, das wäre auch blöd gewesen. Ja, gut, die haben Verluste erlitten. So, allerdings werde ich jetzt mal kurz mit den Verbündeten ein neues Kriegsziel zuweisen. Der soll doch mal bitte Kriegsziel aufheben, zuweisen, der soll lieber mal die Armee hier in seinem Land platt machen. Das ist besser. Wir werden jetzt die Milizausbildung machen. Wir kriegen unsere Zwergenkrieger und Bergwerker besser. Was Verteidigung angeht und Angriff. So, jetzt werden wir hier noch. Puh. Was gibt's denn hier noch so? Bis Stufe 3. Wir können den bis Stufe 3 ausbauen. Hier könnten wir allerdings. Ach, das ist auch nur der Trainingsraum. Ja gut, also hier, es bringt, wie gesagt, nichts, hier irgendwas zu bauen. Wir werden hier, glaube ich, nochmal einen Anhängerschmied bauen. Ja. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee, einfach um unser Einkommen zu stärken. So. Nächste Runde. Der Held läuft weiter. Ach, die haben sich jetzt mit den Grünhäuten. Ah, okay. Eine Koalition geschlossen. Das macht uns aber nichts, weil wir mit den Grünhäuten sowieso im Krieg sind. Tempelhof wurde vernichtet. Krieg erklärt. Ostmark gegen die Rotaugen. Baragwar Grünhäute. Halbmonde gegen die Grünhäute. Also die Orks führen auch untereinander Krieg. Wir haben einen weiteren Bevölkerungsüberschuss erreicht. Die Waffenkammer wurde fertig gebaut. Kornkammer. Okay. Viele unserer Gebäude sind fertig. Können sie aber noch nicht weiterbauen. Ah, okay. Es macht also auch keinen Sinn, dieses Handelsdepot zu bauen eigentlich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, das bringt ja schon was. So. Also bis komplett ausbauen kann man sowieso nicht. Wir werden dann. Man sieht es ja hier. 2% Unterhaltskosten wird erhöht. Das wird sich komplett erhöhen. Es geht also noch, aber es ist halt trotzdem nicht gerade schön. Wenn unsere Wirtschaft weiter steigt, dann könnten wir das machen. Ich wollte allerdings gucken, Helden rekrutieren. Okay, wir können momentan nichts rekrutieren an Helden. Bauen erstmal hier auch nicht, sowieso nicht, weil wir brauchen hier dafür. Ne, wir könnten den schon ausbauen. Uns fehlt das Geld, okay. Trotzdem werden wir die Werkstatt des Zwergentüftlers weiter ausbauen. Hier drin sind, dann können wir die Fähigkeit aktivieren und bekommen auch noch ein bisschen Geld. Gut, sie machen einen Ausfall. Oh, okay. Ich glaube, das müssen wir nicht spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Armee schon so niedergemetzelt ist. Sorry, Leute, dass ich euch da ein bisschen um die Schlacht gebracht habe. Wir werden das besetzen. Und den Orks somit weiteres Territorium abjagen. Die müssen wir uns, glaube ich, nicht kümmern, dass. What brings you to the halls of my ancestors? Die wollen ein Handelsabkommen mit uns machen. Da würden wir Zwergenbier und Zölle bekommen. Also die würden bekommen. 65 Zölle. Okay. Die kriegen, glaube ich, ein bisschen mehr davon. Zahlen dafür aber auch was. Nicht gut. Machen wir. Mit den Zwergen sollte man sich immer gut stellen. Fassbinder. Einkommen aus Brauereien und Edelsteinschleifereien. 6%.
immer da, wo er sich befindet. Okay, gut, das ist jetzt nicht die krasseste Sache. Wir haben Rippengrat eingenommen. Das ist natürlich ein entscheidender Sieg. So, als erstes werden wir ihm mal den Fassbinder da wegnehmen, weil das braucht er nicht. Das könnten wir eher an einem Held geben. So, Mauerbrecher haben wir auf maximal 3. Mhm. So, ich möchte diesen Helden eher auf... Ja, dass er halt unterstützt die Truppen. Er hat starrsinnig, Führerschaft. Okay, das ist jetzt nicht gerade das Ding, was man unbedingt braucht. So, wir geben ihm inspirierende Gegenwart, damit unsere Moral unserer Truppen höher ist. Gut. Wir schicken unseren Agenten weiter. The runes are ready. Und lassen ihn hier gleich mal seine Fähigkeit aktivieren. Ja, und wir werden ihm... Kann ich das noch nicht? Okay, wahrscheinlich müssen die erstmal eine Runde an die Cooldown. Ja, gut. Er wird sich auf den Weg machen dahin. Die werden losmarschieren, weil ich sie unten im Süden brauche. Gut, bauen können wir erstmal auch nichts. Dann würde ich sagen, da war es das wieder für den Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part ein. Haut rein. Ciao.